Dieses Bild, das ihr gerade sehen könnt, zeigt eine schreckliche Tragödie, auch wenn es vielleicht erstmal nicht so erscheinen mag. Dieses Bild wurde von dem österreichischen Bergsteiger Kurt Diemberger im Himalaya-Gebirge gemacht. Und auf den ersten Blick sieht das Ganze nicht sonderlich schlimm aus. Man sieht nur einen Berg, der schneebedeckt ist. Doch sieht man etwas genauer hin, so bemerkt man zwei Paar Fußspuren, die durch den Schnee verlaufen, von der Spitze des Berges hinab. Ihr müsst wissen, dieses Foto wurde von Kurt Diemberger gemacht, als er mit seinem Kollegen Hermann Buhl den Berg hinabstieg. Als sie zusammen hinabstiegen, brach plötzlich ein großer Teil des schneebedeckten Berges weg und Hermann Buhl stürzte in den Tod. Bis heute konnte der Körper von Buhl nicht gefunden werden. Alles, was übrig bleibt, ist dieses Foto, wo eine der beiden Fußspuren plötzlich im Abgrund aufhört.